Hi Leute, ich bin's, euer Harry. Servus. Ich möchte ein Video machen über Neuanfang. Ich habe ja vor einer Woche, glaube ich, sowas, habe ich ein Video gemacht über drogenfrei werden. Und wenn man drogenfrei wird, das was ich jedem wünscht, der was in der Scheiße drinnen ist, dass der das schafft und dass er eine Menge helfen kann, und dann braucht man einen Neuanfang. Und ein Neuanfang ist sehr schwierig. Wie wir das schaffen, möchte ich jetzt erklären. Es gibt leider an 10, 15, 20 Jahre drogenabhängig. Ich selber war zum Glück nur 5 Jahre. Aber ich kann behaupten, in 5 Jahren habe ich vieles erlebt. Beziehungsweise in den letzten halben Jahr war ich durchgängig in meinem Drogenbild. Das heißt, ich war ganzes halbes Jahr war ich nicht nüchtern. Und wenn man nie nüchtern ist, dann vergisst du das Leben. Du bist nicht mehr in der Welt drinnen. Du bist nur noch am Ziehen, am Rauchen, bla bla bla, an dem bist du. Deine Freund, deine Freundin, deine Family, alles rundum arbeitmäßig. Du lässt alles liegen und lerner. An diesem Tag, wenn die Polizei kommt und sagt, Herr Wiesinger, bitte mitkommen am Posten, na gut ist, dann wird er mal ein bisschen licht und denkst da, oh fuck, die Polizei ist hier. Denkst du, oh Mama Mia, okay, ja. Na gut ist, Strafe bekommen, Krieg gewinnen, fertig. Polizei, rechtlich, erledigt. Wie es dann selber geht, das nicht. Erstens einmal, du wirst natürlich bei der Polizei fotografiert, du hast dies und dies und dies gemacht. Okay, passt. Dann der Dr. Hulup, und aber zum Mitreden, du musst natürlich einen Drogentest machen bei der BH. Da kommt ein Brief daher und du musst hier einen Hanau geben und kontrollierst dich und dann redet mit dir der Dr. Hulup was und dann bist du fertig. Das dauert eine gewisse Zeit, das ist einmal das auch noch was von den rechtlichen Seiten noch was. Und dann die private Seiten ist wieder ganz anders. Ne? Wenn du jetzt auf gut den Drogenentzug machst, ne? Du bist mit dem Drogenentzug fertig geworden, was hinter dir? So, du verlierst natürlich in der Zeit, wo du Drogenwald bist und dann in Entzug bist, verlierst du natürlich Sachen wie Freunde, Freundin im schlimmsten Fall vielleicht sogar in Family, Token, hab ich auch verloren damals. Das heißt, du dann bist noch einmal AMS gemeldet, hast kein Geld, wirst als Drogenjunkie abgestempelt, deine Freunde verlässt dich, deine Kumpeln lassen dich vielleicht hängen, wenn du gute Freunde hast, so wie ich zum Beispiel. Wir haben nicht verlassen, auch nicht meine Freundin, aber ich kenne auch andere Leute, die haben die Freundin verlassen, beziehungsweise die haben sogar eingesperrte Gewissen. Und das Schlimmste, was ich erlebt habe, ich habe einen sehr, sehr guten Freund verloren durch die Drogenszene. Den Namen das möchte ich nicht sagen, aber der für mich ist sehr stark, den ehemaligen besten Freund. Viel durchgemacht mit ihm, ja. Aber zurück zum Thema. Ja, arbeitslos, AMS gemeldet, eventuell sogar noch, wenn man noch jung ist, vielleicht nicht einmal Lehre angefangen oder keine Lehrstelle, oder du hast mitten in der Lehre, hast einfach mal getrunken oder in der Schulzeit oder ja, was auch immer, gell. Und du hast nicht einmal den Hauptschulabschluss geschafft. Nur blöd danach, gell. So, und dann musst du anfangen. Ja, aber viele Möglichkeiten gibt es. Wie bei mir war es in der Lehrzeit. So. Ich war im BFI, hab da meine Lehre zum Glück fertig machen dürfen. Bin noch in die dritte Klasse Berufsschule gegangen, weil ich sitzen geblieben war. Da genau in dem Moment, wo es gewesen ist, habe ich einen Drogenentzug gemacht, das war noch nicht so cool. Dann habe ich natürlich bin durchgefallen, weil Drogenentzug und Schule und hat bei mir nicht geklappt. Und ja, dann war die dritte Klasse nochmal. Zum Glück geschafft, naja,
Vorzählen dann ins BFI, dann wird das BFI, dann wird das BFI, haben wir auch kein Bündner, ja, okay. Ja, wer geht dann ins BFI freiwillig, naja, wenn du nichts anderes findest oder wenn du mehr Junkie warst oder wenn du gerade auf dem Weg zur Besserung bist, dann musst du dir sowas machen, gell? Natürlich nebenbei natürlich gibt es die Vorschrift, du musst zum Point gehen. Da war ich beim Herrn Feitel. Vielen Dank, Herr Feitel, für die damalige Zeit. Ich habe dich da lange nicht mehr gesehen. Da möchte ich gerne wieder mal sehen. Wenn du das Video siehst, aber wenn du mich nicht mehr kennst, ich bin der Harry. Dankeschön, dass du so viel mit mir geholfen hast, dass du mit mir gekriegt hast, wenn du Probleme gegeben hast, wenn wir Probleme geklärt haben. Auch private Sachen, auch Daheim-Sachen und auch die Drogensachen natürlich. Also vielen Dank für die Hilfe. Bin ja sehr dankbar. Also das kann ich nicht empfehlen, Leute. Wenn ihr einen Ansprechpartner braucht, geht an Herrn Feitel, der macht die Drogensache. Der ist, glaube ich, zweimal in der Woche, wie es, wenn du nur weißt, in den Rohrbox und in den Linzhund. Und der hat mir sehr geholfen. Und natürlich, jetzt könnt ihr auch was fragen, jetzt könnt ihr einen Kommentar schreiben und könnt mich genauso fragen, wenn ihr was wissen wollt. Und na gut, dann muss natürlich am Point gehen. Dann musst du mit Herrn Feitler reden und es ist immer relativ super gewesen. Gut ist. Natürlich, auch nicht der kann da nicht alles nehmen oder helfen. Du selber musst natürlich auch wieder Willen zeigen, ja? Beziehungsweise, du fährst eigentlich aber da und dann hast du, steht dort, zweiten Layer abbrochen. Bist im BFI gewesen und du gehst zu einer neuen Firma und bewerbst dort. Und dann sieht der Chef dein Lebensabschnitt und dann denkt er sich, hä? Abbrochen, BFI, wieso? So, liegen braucht man gar nicht, es ist feig, es bringt ja gar nichts. Bei der Wahrheit bleiben, ich habe gesagt, wie es gewesen ist. Ich bin drogenabhängig, bin in der dritten Klasse durchgefallen, hab das und den Scheiß gemacht und ja, war Drogenjunkie und hin und her. Mein Klick war das, mein Chef war zum Beispiel damals zum Beispiel sehr, sehr nett zu mir und hat mir die Chance wieder gegeben. Allerdings ist dann einfach mit der Zeit auch nicht mehr durchgegangen, wo ich gelernt habe. Die hat eben auch wieder angefangen, alles gesehen. Und da ist auch immer gegangen, dann habe ich gewechselt. Natürlich auch diesen Chef muss ich dann wieder sagen, weil das jedes Mal, wenn du was abbrichst oder so, musst du wieder das machen, einen Lebenslauf machen und dann sieht der Chef, Loch, ja, erklären bitte. Beziehungsweise deine Arbeitskollegen, die denken sich, was? Wenn du den Mut hast. Dass es was ist, ist meistens nicht schlecht, weil es dann auch wieder mein, das Wissen, ne, was hat der an dem gemacht, weil die es fragen und die auch, ne, was hast du früher gemacht und so, warum, bla bla. Natürlich schrecken sich Leute natürlich nachher genauso, wenn sie es einfach zuerst passieren, den Arbeitskollegen. Ja. Und dann ist halt nur die Sache, der was einmal Crystal-abhängig war, oder Koks-abhängig war, oder Heroin-abhängig war, die haben natürlich körperlich und auch geistig Probleme, beziehungsweise mit Crystal Meth ist, das ist eine Droge, die zerfrisst dich, die macht dich fertig. Und dann waren wir so weit drin, als Leitern, und dieser Mann ist, ziehen oder rauchen, was du immer, also ich hab's auch gemacht, leider. Zwar nicht die Menge, zum Glück schaue ich heute nur ein bisschen aus, aber ich kenne einige Leute, die haben das genommen auf längere Zeit. Und also wenn es so ein Fall da draußen gibt, das es natürlich gibt, die sind noch eine ganz andere Welt, da muss man natürlich noch auch bedenken, du verlierst dein Zehn, du deine Haut, dein Bewusstsein, du selber, du bist einfach nicht mehr die Person, was du einmal warst.
Und dann musst du die noch alles aufbauen lassen. Ja? Dann musst du die noch über 10 machen. Du musst schauen, hey, dein Gesicht, das ist ja komplett am Arsch, dein Gesicht, dein Körper. Auch innerlich, das macht dich kaputt, das macht dich fertig. Denk davor. Ich kann mich noch erinnern, ich hab da mal den Scheiß gezogen damals. Hey, und ich schwöre dich, ich war 13 Stunden dauerhaft wach. Und wenn er taugt hat, ja, natürlich taugt, habe ich noch nicht mehr. So, dann waren schon mal 25 Stunden munter. Und dann, wenn du mich runterkommst vom Trip, dann denkst du, Alter, Vater, ich war gerade 25 Stunden munter. Ja, okay. Ah, Blödsinn. Dreist. 30 Stunden. Nee, 15 oder 15. Dann, wieder bewusst, wenn du mal 30 Stunden einmal munter bist und das Problem ist das, du vergisst zum Trinken und zum Essen. Ohne Schmiss. Das war bei mir so, ihr vergessen in der eigenen Welt, wo du drinnen bist. Du vergisst zum Trinken und zum Essen. Also leider, das ist dann nicht mehr zum Spaßen, die Droge, gell? Also wenn ihr eine reine Crystal-Abhängigkeit habt und ich dauert 10 Jahre oder 15 von mir sogar, dann bitte haut das Klumpen weg und schau auf dein Leben auf. Du verlierst durch die Drogen, gerade durch Crystal Meth. Ich sage nichts gegen Marihuana, natürlich ist, ich sage es leider, illegal, weil es eigentlich ist eine Heilpflanze. Das wisst ihr genauso. Wissen auch die, was das verbieten. Aber okay, ist eigentlich ein Thema. Aber Crystal-Abhängigkeit oder Heroin, so ein Bullshit. Da muss man nachher wirklich schauen, wie man einen Neuanfang im Leben. Also gerade über Crystal Meth, das ist ein Thema. Das gibt es zur Ewigkeit, ist billig. Es wirkt und es macht dich kaputt. Gutes. Wenn es so etwas gibt, bitte leider schaut, dass ihr auskennt. Das will ich nicht haben, dass das Crystal-abhängig ist. Weil ich weiß ein bisschen was über das Thema und das macht wirklich. Hey, gutes. Wir waren beim Chef. Okay, wenn du einen guten Chef gefunden hast und du bist ehrlich, also sei einfach ehrlich, sei korrekt zum Chef, sag, hey, ich habe den Scheiß gemacht, es kommt nie wieder vor. Ich habe Therapie gemacht, ich habe Entzug gemacht, ich bin weit. 3, 4 Jahre clean, hab meine Strafe bekommen damals und fertig. Das, wenn ein super Chef ist, der sieht das ein und du bist wieder in der Arbeitswelt und du kannst wieder hoch. Arbeitsmäßig hast du wieder den aber gefunden, geht da hin, hast wieder Geld. Super. Was nur ist, die Person selber, beziehungsweise dann die deine Freundin verlassen oder deine Freund verlassen, das was ich niemand wünscht, dann musst du Freien suchen gehen und Freien suchen gehen und naja, natürlich die, was die kennen, die sagen, hey, Junkie, 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 ha, Junkie. Mir ist so gegangen, da bist ich Freund blieb und mein Freund blieb, die anderen Freunde haben mich verlassen, beziehungsweise ich habe es dann wieder gefunden und haben mich auch wieder akzeptiert, weil es auch in der Klemme ein bisschen drin waren und dann nachher ins Leben zurückfindet, ja. Beziehungsweise deine Familie, wenn du drogenabhängig bist und bei dir gibt es einen Drogen oder so, bist du aggressiv. Also bei mir war zum Beispiel so bei Koks, wenn ich es gezogen habe, war ich komplett, hat mir einen Hirnschuss gegeben und ich denke mir, what the fuck, was ist das jetzt? Und dann wirst du natürlich deine eigenen Eltern aggressiv und sagst, hey, bringt's mir Zeug, ich dreh durch, ich hau nichts mehr, Alter, kommt. Weißt du, in dem Moment, wo du dazu bist, kann sein, dass du deine Eltern reinhaust, was nichts beweist, weil du psychisch krank wirst, ein wenig. Und die Leute vergessen es ein, das ist ja ein Trauma, beziehungsweise für mich. Ja, bei mir war es ja so. Und meine Eltern, die waren da natürlich geschockt. Und natürlich ist das kein Spaß, sowas. Und dann hat dein Leid losgehst, weil es in deinen Entzug, wo du keinen Stoff hast, was du dann brauchst, da bist du deppert, oder auch während Rausch, da auch mit der Familie musst du nachher wieder Frieden schließen
und das alles aufarbeiten. Bei mir, wenn der Film wird und liegt, werden es vielleicht 20 Jahre. Das ist alles ja Zeit, da oft in deinem Leben was versandt. Ja, ich sage jetzt nicht so 100%, hey, ich habe die 5 Jahre jetzt, die waren für den Hugo, so sage ich auch nicht. Ja, es war Erfahrung wert, ich habe die Erfahrung machen dürfen und kann dadurch Leuten weiterhelfen, die was das auch machen und dass ich die helfen kann. So sehe ich das, warum passiert ist, passiert, ja, aber ich sehe es ja so, hey, ich kann durch die Erfahrung kann ich eine Menge helfen und mich da helfen, ja. Darum mache ich die Sachen jetzt. Und dann musst du mit der Familie Frieden schließen und dann musst du wieder schauen, hey, an dir selber arbeiten. Natürlich hast du nachher Albträume, Angstzustände, gerade wenn du Crystal-abhängig warst, hast du natürlich Angstzustände und Angstzustände sind horrormäßig oder wenn du auf LSD wem bist oder so, ja, da ist dann auch einmal so lustig die ganze Welt. Ja. Also auf gut Deutsch lernen, der Neuanfang, wo du deinen Zug geschafft hast, ist ein sehr harter Weg. Aber wie gesagt, wenn der Wille mitspielt, wenn du selber willst, dann schafft es ja. Ne? Es werden natürlich Probleme auftreten bei einem Neuanfang, weil es ja am Boden warst. Ne? Aber wenn man sich selber arbeitet, bei der Arbeit, beruflich, Lehrzeit, Eltern, Freunde, Freundin, dann, und bei dir selber natürlich, ne? Dann ist es ein guter Weg, dass du in dein Leben wieder zurückfindest und dass du wieder aufsteigen kannst und dass du wieder zur Realität zurückkommst. Wo du deinen Rausch versammelt hast, dass du wieder die Welt wieder mit klaren Augen siehst, weil ja, du, wie gesagt, warst du ein halbes Jahr lang durch, ohne Scheiß, ich war ein halbes Jahr, vielleicht ist sogar länger kann sein, ich war ein halbes Jahr lang durchgehend zu. Ja. Also ich habe einen halben Jahr nicht mehr gespielt. Und in dem Moment, wo du das bist, du hast da keine Ahnung, wo es geht. Und dann hast du auch rauf und in den Zug. Dann habe ich sowieso wieder her. Den Zug, dann hast du einen Zug geschafft. Super, tolle Leitung. Dann kommt der Neuanfang. Drum lernen. Ich weiß, ich rede mich leicht. Beziehungsweise, ich denke dann sicher, der Wichser will ihn ficken. Na lernen. Ich will ihn ins Leben bringen, beziehungsweise der Polizei bringen oder ins Krieg bringen. Nein! Ich will euch helfen. Vertraut's mir. Mir hat selber erwischt und mir hat selber gefickelt. Und ich weiß, wie das scheiße ist. Und das will ich nicht. Ich will euch helfen. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen und fürs Anhören. Wenn euch gefallen hat, abonnieren, Kommentar geben. Und wenn ich nur sagen will, glaubt an euch selber. Das ist die Nummer 1, das ist die Voraussetzung, dass du in deinem Leben wieder in den Tag kommst und dass wieder du bist, wer du warst. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, schönes Wochenende, lernen. Mein Herz, man sieht sie. Ciao, ciao, euer Harry.